It's time for the 48KZX Spectrum. Retro Gaming. Enjoy my channel and have fun. Reinroll ins Bild. Hallo zu das 48K-Spektakel. Und herzlich willkommen natürlich. Ja, es ist Spektrumzeit und ich gucke mir heute die Spektrum-Version von Nebulus auf gleichnamigem System an. Ich hoffe, es startet gleich ohne Probleme, denn der Counter ist gleich bei 0 angekommen. Was diese Version gegenüber der C64-Variante zum Beispiel nicht haben soll, das ist diese Zwischensequenz, die unter Wasser geht, wo man von Turm zu Turm dann fährt. Das ist aber auch nicht schlimm, weil ich den ersten Turm wahrscheinlich sowieso nicht schaffen werde. Das habe ich auf dem C64 schon nicht gepackt. Ich muss sagen, dass auch die Spektrum-Version für ihre Verhältnisse recht gut umgesetzt aussieht, wenn man bedenkt, dass das Ganze die Hardware ja doch limitiert ist. Und ich würde sagen, wir schauen uns das hier mal an. Ich hoffe, ich kann das hier direkt schon irgendwie... Wie starte ich das? Ah, per Knopfdruck. Okay. Ich muss mal eben kurz... Ich musste mal eben kurz den Player anhalten. Das Dumme ist, dass es hier auch eben gnadenlos auf Zeit geht. Und dass ich hier mega schlecht bin. Ja, so schlecht, dass ich hier schon direkt einen abkriege. Das ist sehr frustrierend. Vor allem, man muss hier, glaube ich, eine Weile warten, bis dieses komische Ding von der Seite angeschnisselt kommt. Kommt natürlich jetzt nicht. Ah, da kommt's. Und ich hoffe, ich bin schnell genug, wollte ich sagen. Das fängt ja ganz klasse an hier. Aber wenn man so nicht schnell genug ist... Okay, könnte klappen, muss aber nicht. Ja, nein! Jetzt bin ich doch ein bisschen höher gekommen, aber es hat nichts gebracht. Dieses Game ist wirklich gnadenlos schwer. Also zumindest finde ich die Spektrum-Umsetzung gnadenlos schwer. Das andere Problem ist, man hat ja kaum Übersicht nach oben. Wobei, ich glaube, das war auf dem C64 jetzt nicht viel anders, oder? Halt, stopp. Schneller. Und jetzt hoffentlich schaffe ich es jetzt da raus. Okay. Ist ja kaum zu glauben. Ich komme ja mal weit. Na, so weit wahrscheinlich noch wieder nicht. Jetzt war irgendwie so, nachdem man diese Dinger da weggeschossen hat, konnte man jetzt wohl auch springen. Halt, stopp. Und auch hier ist wieder... Hä, wieso ist denn das hier so glitschig? Da kommt wahrscheinlich gleich das Teil wieder angeflogen, oder? Kommt natürlich dann, wenn man es nicht braucht. Wetten, das kommt gleich, weil es geht ja gnadenlos auf Zeit hier. Oh Mann. Wieso habe ich nur das Gefühl, dass ich nicht weit komme? Weil das einfach so schwer ist. Na, geh weg, du Ball. Ah, das ist eine Stelle. Ich weiß noch, da... Nein! Was ist denn das für eine Scheiße? Jetzt komme ich ja gar nicht hier weg. Ah. Da haben The Shadow Snows und ich uns die Zähne ausgebissen an dieser Stelle. Wie komme ich denn jetzt hier weg? Nein! Nein! Was für eine Scheiße. Oh, und die Zeit ist gnadenlos. Ich glaube nicht, dass ich das überhaupt pack. Nein, das ist so gemein! Das ist einfach scheiß schwer. Es ist schon schwer genug, ohne dieses komische dreieckige Zeug, was da angeflogen kommt, um dich zu verfolgen. Und die Zeit ist gnadenlos gegen dich. Aber ich muss sagen, dieser Dreheffekt, der kommt hier auch wieder sehr schön zur Geltung. Der ist echt nice gemacht hier wieder. Plumps. Geh weg, Ball. Ich weiß nicht, in welche... Wie muss ich denn springen? Warum springe ich denn nicht? Ach, jetzt kann ich es vergessen, weil zeitmäßig
ist das Ende jetzt. Das wird, glaube ich, eine kurze Vorstellung. Time up. Ich würde sagen, ich probiere es nochmal. Einmal muss doch zu schaffen sein hier. Über das tosende Meer. Ach, geh weg. So, komm ja nicht wieder. Nein! Es ist auch wirklich genau so abgepasst, ne? Es ist echt zum Kotzen schwer. Unschafflich. Ich weiß nicht, wie ich das packen soll. Ich werde den ersten Turm nicht packen, das kann ich euch schon sagen. Ja, ich dachte schon, das Ding kommt überhaupt nicht. So, der ist jetzt erstmal weg. Jetzt könnte ich es vielleicht mal ein Stückchen weiter schaffen. Das kommt aber auch immer dann, wenn man es nicht braucht. Hä? Wie habe ich denn das jetzt geschafft? Wieso springt er denn dann, wenn das nicht soll? Ja, und dann ganz weg. Ich kann mich eintragen. Welche Ehre. Wie habe ich denn das bloß geschafft? Ja, ich glaube, das ist eher eine kurze Vorstellung hier in dem Moment. Ja, ich würde sagen, ich versuche es nicht nochmal, weil ich werde es nicht packen. Ich bin da einfach zu doof zu. Ja, es soll ja auch einen Einblick gewähren, wie sieht denn hier die Spektrum-Version von Nebulus aus, falls ihr die noch nicht kanntet. Und ich muss sagen, technisch umgesetzt ist es sicher ganz gut, aber ich habe das Gefühl, die ist nochmal schwerer als die C64-Variante. Also, die konnte ich schon nicht. Ich hoffe, euch hat das Zuschauen gefallen und ich konnte euch ein bisschen aus dem Alltag rausholen. Wenn es euch gefallen hat, dann wie immer Daumen hoch nicht vergessen oder noch geiler ein Abo dalassen. Ne? Tut nicht weh, kostet nichts, macht mir aber dafür umso mehr Freude und Motivation weiterzumachen. Bleibt mir treu, empfehlt mich weiter. Ciao, bis zum nächsten Video. Macht's gut, euer Tomaniac.